im Artikelstamm oder bei einer großen Menge von Artikeln müssen Sie natürlich auch die Möglichkeit haben, nach Artikeln zu suchen. Hierbei können Sie unterschiedlich vorgehen. Diese unterschiedlichen Vorgehensweisen betrachten wir hier. Wenn Sie auf Suchen klicken, oder machen wir es mal andersrum. Nach der Installation sieht es so aus, dass Sie diese Standardsuche haben. Und zwar hier Suchen. Da können Sie sagen einfach Uster. Sie wollen nach Uster suchen und klicken auf Suchen. Dann springt er zu dem ersten Treffer, dann springt er zum zweiten Treffer und sagt gegebenenfalls, wenn er am Ende ist, nicht gefunden. Wie hier oben. Okay, das ist die erste Variante. Jetzt werden Sie sagen, okay, ja, wie kann ich es denn anders machen? Wenn Sie mit der Maus über den Button Suchen klicken, erfahren, sehen Sie, dass Sie einen Tooltip haben, also das heißt eine Informationszeile, in der steht, dass Sie die Suche aktivieren können mit Steuerung und Klick. So, machen wir das einfach mal. Steuerung und auf Suchen klicken. Nun haben Sie die Möglichkeit, zwischen erweiterte und Mega-Variante zu wählen. Die erweiterte Variante, da kann ich jetzt auch einfach nach Uster suchen. Da passiert aber was anderes. Richtig schreiben. Okay. Da passiert aber was anderes. Sie erhalten je nach Eingabe Ihres Suchkriteriums auch die aktualisierte Liste. Das können Sie wiederum in den Systemeinstellungen auch einstellen, wie Sie das Verhalten haben wollen. Ich persönlich empfehle Ihnen im Einzelplatzbetrieb und bei weniger als 4.000-5.000 Artikeln können Sie das ruhig direkt Suche bei Eingabe machen. Ja? Wenn Sie aber im Netzwerk arbeiten oder vielleicht 100.000 oder was weiß ich Artikel drin haben, dann wäre die Variante Suchen, nachdem Enter gedrückt würde, die bessere Variante. Also im Netzwerk immer so. Lokal im Einzelplatzbetrieb kann man es bei bis zu 5.000 Artikel so machen. Okay. So, was passiert hier? Wenn Sie auf Suchen klicken, sucht er in der Katalognummer, in der Bezeichnung, im ERN-Code, wo sucht er noch? Im Vergleichsartikel. Da sucht er nach den von Ihnen eingegebenen Pattern, also das heißt nach dem Kriterium. Okay? Wenn Sie es entfernen, ja, dann haben Sie es natürlich auch wieder da. Oder wenn Sie sagen, ich will einfach mal suchen, einfach alles, was mit Schlauch zu tun hat, Schlauch, ja, dann haben Sie es schon und schließen. Wenn Sie hier unten diesen kleinen Filter betrachten, sehen Sie, dass hier er standardmäßig auf alle steht. Er soll überall suchen, und zwar überall, wo dieses Pattern Schlau drin vorkommt. Okay, bei Schlauch ist es hier in der Bezeichnung drin, genauso hier. Wenn wir suchen nach zum Beispiel BP minus, ja, dann sucht er und findet auch in der Katalognummer hier BP minus, im Schlauch steht BP minus drin und hier steht auch BP minus drin. Dabei ist es im Übrigen egal, ob der Suchbegriff am Anfang, am Ende oder in der Mitte des Wortes steht. Wir können auch nach SL suchen. Dann findet er hier SL, BP-SL. Auch Groß- und Kleinschreibung ist ihm hier total egal. Also das ist total simpel, das Suchen, das ist sehr performant und sehr easy. Wenn Sie sagen, das reicht mir aber nicht ganz, ich will es anders, dann haben Sie hier die Möglichkeit, dass Sie sagen können, ich will mal alles sehen, für das ich keinen Bestand habe, oder wo kleiner als 0 Bestände sind, oder wo der Mehrwertsteuerverkaufssatz 1 ist und so weiter und so fort. Okay? Den Filter setzen Sie zurück, indem Sie sich hier einfach wieder auf alles stellen. Na, wo haben wir es? Da, alles. Und dann ist gut. Und gegebenenfalls hier auf dieses X klicken. Des Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit, wenn Sie sagen, ich muss immer sehr detailliert suchen, sehr tief suchen, dann haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, sich die dritte Variante standardmäßig einzustellen. Und zwar, indem Sie mit der Steuerungstaste auf Suchen klicken und dort sagen, ab dem übernächsten Mal wollen Sie die Mega-Variante verwenden. Das bedeutet, wenn wir jetzt auf Suchen klicken, haben wir die Mega-Variante da. Ich mache das mal ein kleines bisschen größer. In dieser Variante können Sie nahezu 20 verschiedene Kombinationen tätigen, dass Sie sagen, ich suche überall, wo ein E vorkommt, aber nur vom Lieferanten oder was haben wir? EL, oder sagen wir einfach mal nach EL. Okay, no. Habe ich hier, also nochmal EL, ich suche überall, wo ein EL drin vorkommt, so. Und dann zeigt er mir hier schon die Artikel an, in denen er EL vorkommt. Dann kann ich sagen, aber die vom Lieferanten, was haben wir jetzt hier, Musterlieferant 500 sind, suchen. Und Sie sehen, jetzt wird die Liste schon kleiner.
Und so könnten Sie tatsächlich nach verschiedenen Kriterien suchen, wo Sie sagen, von einer Warengruppe mit der Katalognummer, der Bezeichnung und so weiter. Auch hier können Sie dann noch Schnellwahlinformationen treffen und dann einfach auf Suchen klicken. Sind Sie fertig mit Ihrer Suche oder ist Ihre Suche zufriedenstellend? Haben Sie Ihre gefilterte Auswahlliste hier und können dann gegebenenfalls den Artikel ändern oder was immer Sie machen wollen. Um den Filter von dieser Mega-Variante zu entfernen, klicken Sie einfach wieder hier auf Alles. Na, wenn das noch nicht da ist, wählen Sie halt hier Alles aus und klicken auf dieses kleine X. Ja, das war's schon mit der Suche. Ach ja, noch was? In der Liste können Sie natürlich auch auf eine Artikelnummer direkt springen. Wenn Sie auf die Artikelnummer 8 oder 800 springen wollen, wie auch immer, stellen Sie sich erstmal in die Liste hinein, drücken die 8 und drücken Enter. Dann springt Barbie Profi 3 automatisch auf den von Ihnen eingegebenen Artikelnummer. Oder wenn Sie sagen, ich brauche die 11, ich gebe jetzt 11 ein und drücke Enter, dann stehe ich auf der 11. Ich gebe 2 ein, drücke Enter, dann stehe ich auf der 2. Also relativ simpel, aber das muss man halt einfach wissen.